Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir sind zum Teil auf Waffensuche, zum anderen Teil, ja, müssen wir Kuya besiegen. Wir sind hier an einem Ort unserer Erinnerungen. Ja, ist schon gut. Erinnerungen, die wir uns selber geschaffen haben. Ein Boss? Das ist jetzt ein Bosskampf. Oh! Servus? Wer bist du? Welch freudiges Wiedersehen. Erfahrt die Macht der vier Wächter. Ach so! Wir, die vier Chaos-Dings und so. Ach so, das waren die Spiegelwächter. Alles klar. Wir werden. Ich werde heilen. Ich werde wiederbeleben. Den guten Bibi. Ich werde schwitzen. Wir werden Angriff machen. Jo. Reijin-Rüstung geklaut. Ah, Genshin. Entschuldigung. Genshin-Rüstung geklaut. So. Stark. Schutz, das freut mich. So dürfen die so stark sein. Wir rufen Karfünkel. Wir stimmen sie. Karl. Schlangenbrutal. So, das Schwertelein. Rubinglanz. Bitte schütze uns. Yeah. Glanz der Schwerter. Raus. So, Blitzka. Wo ist mein Blitzka? Diebstahl fehlgeschlagen. Kabusch. Ich werde dir heimleuchten. Mario. Und so. Ja, sicher, der arme Steiner. Sarah Homie! Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt schon abgeben tut. Masamune. Die kleine Stück ist gar nicht schlecht. Ich bin entzückt, mein Guter. Erzengel am Steiner. Aye. Stimmt, der ist selber noch weg. Oh, oh. Ja, das war meine Schuld. Das ist unfair. Na, was mache ich da? Langsam jetzt. Nicht nervös werden. Alles gut. Ja, ja, ja. Wow. Vivi ist sauer. Vivi ist richtig sauer. Versuchen, Steine wieder zu beleben und die gute Echo. Sonnenschein. Hoffentlich überleben die das jetzt an. Ich muss zumindest, wenn es nicht anders geht, versuchen, den Phönix durchzubringen. Schauen wir mal, was passiert. Senfbombe über Hitzen ab. Okay. Oh, die Donner. Boah.
ich könnte gleich Würg und Spei. Na, verstehst du? Eiko. Ja, Selbstbombe nochmal. Gradios. Supi. Phoenix. Schutz. Ach, du Heilige. So. Sehr gut. Ja, das ist ein Kackdiebstahl, ne? Der Fleck, ja, das heißt sogar sie. Das ist sie, Entschuldigung, Kali. Ja, natürlich, weiblich. Ich meine, das war mir klar. Da hilft leider nichts. Wow, ey. Wenn Zidane jetzt keine Punkte kriegt, ist er zu schlimm. Dann ist das schlimm, ey. Was? Jo, sicher! Ach du Scheiße. Senfpumpe auch wieder. Steiner? Steiner? Belebe? Danke. Bitte geh aus, bitte geh aus. Fuck! Entschuldigung. Socki, reiß dich zusammen. Richtig scheißlich. Ja, natürlich geht's das. Immer auf die Eiko, ey. Hallo. Du blöde Mistding. Boah, ey. Ja, scheiß auf die Elixiere. Das bringt sie nichts. Wahr ist es kacke. Wer kriegt es jetzt diesmal wieder ab? Ah. Ah, das bringt sich nichts. Ich darf mit dem Kämpfer keine Nummer einsetzen. Natürlich fehlt mir das Mana. Ist logisch. Krepiert nicht. Die krepiert einfach nicht. Unfassbar. Das ist echt arg, wie viel die aushält. Wow, Fehler gemacht. Ja, das brauchen wir ordentlich Königsfehler, ne? Das bringt sie nichts, wenn ihr angreift. Schlecht ist das. Ja. Logisch. So, jetzt haben wir die Erzengel. Normalerweise müsste Martin gehen, oder?
Krass. Meine Zeit ist gekommen. Aber ich will nicht alleine gehen. Schwerthaken. Echt jetzt? Ach, so schlimm ist es nicht. Sehr gut. Boah, ey. Phoenix-Daune bekommen. Und über 8000 Gil. Und ich glaube, eine Errungenschaft war auch dabei. Boah, wir schlagen uns gar nicht schlecht. Ich bin sogar überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Leute, das war ich jetzt schon von unseren Eltern. So. Kann man anlegen? Ist das schon schlau? Was Neues? Ich meine, hier. Da ist sowieso. Gut. Ich glaube. Aha, immer Regina hat sie schon jetzt. Das ist plus 20. Hat sie auch. Ich glaube, das ist mal fertig, ne? Martin-Schild. Martin-Schild. Was können wir dir Gutes tun, meine liebe Eiko? Geh mir den Elfenring. So. Konnte Vivilein? Okay, das haben wir fertig. Fleck hat er noch. Okay, Zitane. Der kann, glaube ich, sowieso... Achso, da. Lehre der Ninjas, genau. Da haben wir doch gerade ein paar Sachen bekommen, ne? Was war denn dort? Da. Genji-Rüstung. Aha, das kann er schon. Großartig. Das kann er schon. Gut. Und bei Zitane, dann haben wir, zwei Sachen bekommen, ne? Waffe. Da, Masa Mume. Okay. Gut, brauchen wir nicht. Alles gut, brauchen wir nicht. Boah, ich hoffe, es gibt bald was zum Speichern hier. Was haben wir da? Sag bloß, das ist Alexandria? Warum steht hier das Schloss Alexandrias? Ich habe nichts gesehen, Nance, weil ich dabei war. Logisch nicht. Das ist der Ort der Erinnerung. Du warst zu diesem Zeitpunkt gar nicht da. Koya versuchte, sich Alexander zu bemächtigen, um sich mir zu widersetzen, weil er vor 10 Jahren von einem Ereignis erfuhr. Aber vielleicht eine Waffe kriegen. Engelsflöte. Die ultimative Flöte bekommen. Und noch was? Oh, sehr gut. Zelten? Oh ja, bitte. Bararambambam. Subi. Ist nochmal Not? Oh, geht. Aber wir tun die gleich anlegen für die gute Eiko. Engelsflöte, Sanctus, Medica und Migra, wenn sie lernen können. Gut. Bam. Ja, speichern wäre nicht schlecht. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Jo. Dabei höre, die wir sind schon.
vielleicht nochmal kurz zurückgehen. Ich habe echt Schiss, dass ich was übersehe, aber ich glaube, mein Name war da auch nichts. Alles gut. War da jetzt was? Nö, das war nur die Hand über dem Kopf. Ein Sturm? Das könnte Bumerke sein. Ah, das ist wieder der Geist? Echt jetzt? Schaut's aus. Okay, da ist gar nichts. Oh. Oh. Hey, seid vorsichtig. Garnets Erinnerung. Garnet und ihre Mutter. Wir sind hier in Madansari. Wo wollt ihr denn in diesem Unwetter überhaupt hin? Passt auf! Die Strömung ist viel zu stark. Warum kann sie da nicht sehen? Lilly! Die wollen bei diesem Unwetter raus auf die See. Wir müssen sie retten. Wie aber? War das alles nur eine Illusion? Na, ist ja auch klar. Woher sollte ich auch solche Erinnerungen haben? nichts für Mut. Das ist doch meine Erinnerung. Sag mal, Zitane. Was gibt's denn, Lilly? Zitane, das war gerade keine Illusion. Was? Dann warst du das kleine Mädchen im Boot. Du, Lilly? Aber wie konnte ich die Erinnerung dann auch sehen? Eine Erinnerung, die nur du haben solltest, Lilly. Ich weiß es nicht. Galant. Alter, was soll der Quatsch? Ey, sitzt du auf deinen Ohren oder was? Dreck, verdammt. Ich sah in den Bestia Gaia seine große Gefahr, als ich vom Volk der Esper erfuhr, die seit über 500 Jahren die Bestia erforschten, musste ich mich ihrer entledigen. Großartig. Mörder. Ui, hinter dem Kopf. Wir tun mal Stimmen. Wir rufen Mari. Wir machen im Feuer unter den Hintern und der Steiner haut nochmal drauf. Schade, sehr gut. Toxinatem. Mal schauen, wer schief ist, aber ich glaube nicht, ne? Ach, mein Gott. Und der Steiner, jawohl, volle Kreide drauf. Diebstahl fehlgeschlagen, das wird super. Terra Homie, hey, die Feder ist schön. Aha. So eine schöne Feder drauf, auf der Flöte. Ach, schön. Und da hat sie umgebracht. Sehr gut. Bup, Level up für Mimi. Supi. Jawohl. Ich bin nicht. Das ist hier. Irgendwo. Eine Waffe geben soll. Ich nicht. Schaut so aus, ne? Naja, war klar. Das war meine Schuld. Da der Gaff. Oh, schaut uns an. Ja, es ist zu spät, ne?
Oha! Gut, dass ich noch nichts gemacht habe. Erzengel auf Mimilein. Ich lasse das Mischibitzen, das zahlt jetzt eh nicht mehr aus. Komm, das sauf ich weg, das ist gescheiter. So. Stibitzen kann ich noch, wenn wir stärker sind. Was mit dir, du Viech? Ja. Rampapam. Sehr gut. Oh, Wirtengeschichte. Ja. Subi Aiko. Ich glaube, Vivi Level Up und Aiko hat Fähigkeit gelernt. War Level Up auch dabei? Ich glaube, ja, ne? Subi. Passt ja auch schon Level 60. Die Kleine ist echt stark. Item. Bakuchi. Anlegen. Aiko. Die Lichtrobe hatte sie, ne? Nehmen wir die derweil. Ich will, wenn ich noch Lili trainieren sollte, ne? Möchte ich vielleicht das tauschen oder so? Jawohl, da geht auch. Lichtrobe, ja. Ich hab's mir schon gedacht. Da geht's uns gar nichts, ne? Da haben wir schon mal durchgeschaut. Müsste passen. Warte, genau richtig. Die Aiko. Ability. Anlegern. MB plus 10. Wo ist denn das mit 50? Was kann denn das? MB-Verbrauch im Kampf wird halbiert. Das ist aber auch nicht schlecht. Meine Herren, meine Damen. Das ist nicht schlecht. Aber ich werde dabei mal auf das hier wechseln. MB plus 20%. Was kommt denn so hier? Findet Schlaf. Das ist momentan eh nicht unbedingt ein Problemchen. Ich glaube, der gute Steiner hat ebenfalls 3. Kann der auch irgendwas? 4 hat er, Entschuldigung. Herz aus Stein, da ginge was, ne? Was kann das? Fügt Monstersteine immense Schaden zu. Pestizid fügt Insektenmonster immense Schaden zu. Weihrauch und Tod. Exorzismus, Dämonen. Fällt das unter Dämonen? Bestien. Du hast es, glaube ich, auch nicht, ne? Tontäubchen. Wenn schon, Pokerherz, kommt da auch ein Thermometer. Thermometer hat er nicht, ne? Ja, da brauche ich noch ein paar Level Ups. Ich lasse das, glaube ich, mal so, wie es ist. Wilhelm Tell war auch nur. Ja. Tontäubchen, fliegenden Monster, immensen Schaden. So, wir haben ja momentan nichts Fliegendes eigentlich, ne? Wir wissen noch nicht, aber Thermometer nehmen ist gleich schlauer so. Ist, glaube ich, so schlauer. So. Ah, der gute Vivi. Vivilein. Was kann man dir denn Gutes tun? Thermometer hat er schon, naja. Das war ein guter Zauber. Ach ja, natürlich. Vollmond. Ist das Zauberneutrum? Ah ja.
Vollmond ist auch nicht schlecht. So, passt. Wurscht. Keine Zeit mehr vertrödeln, alles gut. Also hier haben wir keine Waffen. Okay, da müssen wir weiter rauf. Na super, an derselben Stelle nochmal, ne? Ist ja nicht zu fassen. Das machen die doch absichtlich. Ist ja nicht so, dass wir sie laufen können. Level-Ups, ne? Stärke! Das bedeutet, wir müssen den Sackelbäcker schnell umhauen. Nach Möglichkeit. Weiter geht's. So la 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 la. Ba ba da. Oh. Dieses Auge. Ja, es ist das Auge, das ich damals auf dem stürmischen Meer sah. Zedane, kannst du mich hören? Oh, Zedane. Die Erinnerungen, die deine Augen wahrgenommen haben, sind deine eigenen, nicht die Garnets. Wie soll ich das verstehen? Ich habe doch gar keine Erinnerungen an irgendein stürmisches Meer. Du scheinst noch nicht zu begreifen, aber du wirst es bald. Oh, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Soll das heißen, dass ich auch fremde Erinnerungen besitze? Rede, Galant. Es besteht keine Eile. Wenn du bereit bist, die Wahrheit zu akzeptieren, werden die Antworten von selbst kommen. Boah, das ist wieder typisch, ne? Zu der Zeit, wo der alles zerstörende Krieg kurz vor dem Ausbruch stand, wurde eine gigantische Kraft beschworen. Eine Kraft, die so groß war, dass sie von den Beschworenen selbst nicht gezügelt werden konnte. Das Volk fürchtete sich vor dieser zu mächtigen Kraft, teilte die Kristallperle in 4 Stücke und verschwand, hoffend, diese Kraft bis in alle Ewigkeit verbannt zu haben. Die Schatzkristalle. Ui, da haben wir was. Runenkralle. Yeah, Margons Waffe. Die ultimative Kralle. So. Yeah. Noch irgendeine? Scheinbar nicht, ne? Dann weiter nach oben. Yeah, Margon. Jetzt haben wir schon 4 Waffen, ne? Fehlen noch 4. Da, der nächste Boss. Wow. Ah, das war, glaube ich, Vivi und Steiner. Also mit, ihr habt Kalis. Ich, die ihr habt, werde es euch nicht so einfach machen. Das fürchte ich auch. Ja. Magie. Ich möchte gerne Karfunkel probieren. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Eigentlich absorbiert MB. Oh! Du Sack geklaut. Du Sack. Wir haben einen Du Sack geklaut. So. Ui, und der Part ist auch schon am Ende. Sein Tut. Bitte, liebe Aiko, heile. Torna. Der müsste aber auf ihn zurückprallen, oder? Na, echt jetzt? Steiner hat den Schuh. Jo, ne? Ich kann ihn nicht heilen, was tue ich denn da? Die Macht der Gewohnheit, Entschuldigung. Jo, macht nichts, das soll ich länger leben, damit wir ihn besser stibitzen können. Das war alles Teil des Plans, genau richtig. Ja.
Ewigkeit sterben. Ja. Alter, sind die stark. Jo. Wo sind wir stehen geblieben? Ich hoffe, ich kann auf Fortsetzen drücken. Also fortfahren. Fortsetzen, fortfahren. Wow, Glück gehabt. Wow, das war Glück. Okay, das überspringen wir nochmal schnell. Wow, Alter, sind die stark. Bla 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 bla. So, bla 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 bla. Bla 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 bla. So, nochmal die Kralle holen. So. Na, nicht so. Kralle. Jo, Runenkralle. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.